Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Verbrauchsvideo hier auf dem Kanal. Vor der Kamera der frisch überarbeitete Citroën C3 in einer wunderschönen, wie ich finde, Lackierung, und zwar namens Elixier Rot Metallic. Gefällt mir gut, vor allem auch mit diesem Kontrastdach, was wir hier haben. Aber zunächst einmal schauen wir mal, was das Fahrzeug hier so an Daten aufweist. Wir haben unter der Haube einen 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 110 PS und 205 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Das reicht für eine Beschleunigung aus dem Stand von 0 auf 100 in 10,5 Sekunden und auf einer freien deutschen Autobahn für 198 Stundenkilometer. Das Fahrzeug wiegt knapp 1200 Kilo leer und zählt natürlich zur Kleinwagenklasse, wo sich unter anderem auch der VW Polo, der Peugeot 208 aus dem Konzern oder aber der Opel Corsa drin tummeln. Und wir wollen heute herausfinden, was verbraucht das Auto, wenn wir ihn über unsere Verbrauchsstrecke schicken. Die ist ja immer die gleiche. Wir fahren also wie immer 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn mit Höchstgeschwindigkeit 140 womöglich und dann anschließend noch oder zusätzlich noch ein Stück 50% Überland. Da geht es bergauf, bergab, alles was dabei ist. Und dann wollen wir einfach mal schauen, was kommt denn am Ende wirklich dabei heraus, wenn wir denn den Verbrauch via Tankung ermitteln. Ich gebe euch während der Fahrt dann noch ein paar Infos zu dem Auto, wie er sich so fährt, wie er mir gefällt. Am Ende machen wir noch ein kleines Fazit, schauen noch mal kurz auf die Kosten, was hat er denn verbraucht und was kostet der Wagen am Ende. Und dann würde ich noch meine persönliche Meinung mit einfließen lassen. Wenn ihr Spaß an dem Ganzen habt, dann bleibt jetzt dran. Vergesst den Kanal noch nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das Ganze zu liken, gerne auch zu teilen. Aber vor allem unten in der Kommentarbox zu kommentieren. Denn eure Meinung zum Fahrzeug, zum Video ist mir sehr wichtig. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem Video zum Citroën C3. Mit einer Gesamtlänge von 4 Metern exakt zählt der Citroën C3 ja genau in die Kleinwagenklasse. Und bei einem Kleinwagen, was erwarten wir? Naja gut, etwas beengte Platzverhältnisse. Die sind auf der Rückbank durchaus eingeschränkt, das muss man sagen. Mit meiner Größe von 1,78 sitze ich da schon mit den Knien an der Vordersitzlehne. Hier vorne allerdings habe ich genügend Platz. Auch der Kofferraum ist mit 300 Litern Stauraumvolumen wirklich ausreichend groß für den normalen Alltag. Da kann man sogar kleinere Reisen mit zu zweit machen. Und Kindersitze kann man ebenfalls gut installieren. Der Türausschnitt ist angenehm groß. Und der Isofix-Haken, die auf der Rücksitzbank untergebracht sind, die sind allerdings etwas fummelig. Also wer da mit Kindern unterwegs ist, wird da das ein oder andere Mal vielleicht fluchen, wenn er öfter den Kindersitz ein- und ausbauen muss. Bei der Technik, die hier verbaut ist, hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Die einzige Neuerung ist sowohl außen die Frontpartie mit der neuen Chromspange an der Front, sowie
eben, dass wir jetzt serienmäßig LED-Scheinwerfer ab Werk verbaut haben. Und es gibt jetzt einen neuen Media-Bildschirm, der deutlich besser aufgelöst ist, so ein bisschen hochglänzend, sorgt aber dafür, dass er ein bisschen mehr mit Spiegelungen zu kämpfen hat. Apple CarPlay oder Android Auto gibt es auch hier, funktioniert sehr gut und ist auch für jeden zu empfehlen hier bei der Nutzung. Das TomTom-basierte Navigationssystem kann man sich gegen den Aufpreis auf alle Fälle sparen. Beim Fahrwerk, typisch französisch, ein weiche Auslegung, guter Federungskomfort, lange Federwege auch durchaus. Wir haben eine sehr leichtgängige Lenkung, die dafür sorgt, dass es in der Stadt sehr angenehm ist mit dem Wagen. Man kommt gut überall in die Parklücken rein, er ist sehr wendig, der Wendekreis ist okay. Was allerdings auffällt, ist natürlich, wer den Wagen flott bewegt. Das Fahrwerk ist sehr gutmütig, hat auch einen sehr spät kommenden Grenzbereich, schiebt dann dezent über die Vorderräder. Leider ist die Lenkung zu leichtgängig, zu indirekt, als dass man damit auch noch ein bisschen Fahrspaß hätte. Die Schaltung ebenfalls verhindert ein bisschen Fahrspaß. Lange Schaltwege, nicht so präzise geführt. Dafür aber ein lang übersetztes 6-Gang-Schaltgetriebe, was hier verbaut ist. Bei den Motoren haben wir die Möglichkeit, zwischen 2 Benzinern und einem Diesel zu wählen. Die Benziner haben 83 oder eben 110 PS wie hier und der Diesel hat 100 PS. Für Vielfahrer also immer noch eine Option, denn gerade bei Kleinwagen werden Diesel ja sehr rar. Der Motor macht eine sehr gute Figur. Der Dreizylinder läuft angenehm kernig, hat so das schöne typische Dreizylinder-Klangbild, was er entwickelt hat. Eine ordentliche Drehfreude, macht also Spaß beim Ausdrehen. Kraftvoll ist er in jedem Fall, völlig ausreichend für den Alltag. Und so macht er dann auch seine Figur, wie ich finde, hier auf der Straße wirklich gut. Eisig pfeift hier der Wind, ehrlich gesagt. Mir ist es auch schon ganz schön kalt. Dennoch, wir sind am Ende angekommen zum Verbrauchsvideo des Citroën C3. Und was muss ich dazu sagen? Schauen wir gleich in die Chart hinein, was hat er denn verbraucht. Wir sind natürlich nicht am NEFZ-Wert angekommen, wie ihr seht, sondern wir haben einen Verbrauch von 5,6 Liter nach Errechnung gehabt. 5,8 Liter hat der Bordcomputer ausgespuckt. Mit dem 45 Liter Tank würden wir so einen ordentlichen Aktionsradius von 800 Kilometern bekommen. Was ich gut finde für so einen Kleinwagen. Das ist auf alle Fälle sehr ordentlich. Der Verbrauch reißt mich persönlich jetzt nicht unbedingt vom Hocker, ist aber auch nicht zu hoch, wie ich finde. Das dürft ihr mir aber gerne unten in die Kommentarbox schreiben. 21.890 Euro kostet der Citroën C3 als Vielpack, so wie er hier steht, mit den ein oder anderen Optionen, mit dem Technikpaket, den abgedunkelten Scheiben, der Sitzheizung und der Einparkhilfe unter anderem, sowie dem netten Dekor auf dem Dach. Ist viel Geld für einen Kleinwagen, der technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Da sind die Brüder aus dem eigenen Konzern, unter anderem der Peugeot 208 und der Opel Corsa, auf alle Fälle ihm weit voraus. Und das zu einem nicht deutlich teureren Preis, wie ich finde. Es gibt mehr Optionen für die anderen beiden als hier bei dem Citroën. Der bleibt sich aber der französischen Linie sehr treu. Es ist ein sehr komfortables Fahrzeug, hat bequeme Sitze und ein sehr weiches Fahrwerk, was auch dementsprechend angenehm ist. Ist für längere Strecken sogar ganz gut. Auf der Autobahn macht er eine gute Figur. Ich konnte fast 700 Kilometer am Stück mit ihm gut absolvieren. Ob der Citroën C3 jetzt für euch das Richtige da draußen ist? Wenn ja, gäbe es ein Konfigurationsvideo von mir mit Tipps, wie ich den Wagen ausstatten würde, was meine persönliche Empfehlung für euch da draußen wäre. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Ansonsten, wie gesagt, wer sich darauf interessiert, noch das detaillierte Review anschauen. Ansonsten dürft ihr mir jetzt bitte gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn bitte gerne und das Ganze auch liken und teilen, wenn ihr möchtet. Ich verziehe mich jetzt wieder ins Auto, fahre nach Hause, trinke einen schönen Kaffee und werde mich auch ein wenig jetzt aufwärmen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und Servus. Euer Ubi.